Hallo, heute ist der 20. Mai und ich bin hier wieder auf der Baustelle. Es hat sich gegenüber dem letzten Mal an der Baugrube selbst nicht viel getan. Hier gibt es eben nach wie vor die Notwendigkeit, beziehungsweise der nächste Schritt ist halt einfach das Vorbereiten und Gießen der Bodenplatte. Das verzögert sich allerdings ein bisschen, weil die Fertigbauelemente für den Keller, diese Außenwände sind eben in Fertigbauweise hergestellt und werden hier angeliefert. Da verzögert sich die Produktion aktuell ein bisschen, sodass wir hier nicht weitermachen können und der Tiefbauer eben entsprechend andere Baustellen jetzt erstmal priorisiert hat, den Bagger abgezogen hat und so weiter. Insofern wird sich jetzt hier in den nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich nichts tun und es geht dann halt dann weiter, sobald die Wände des Kellers dann eben angeliefert werden können. Was aber heute passiert ist, ist der Anschluss des Baustroms. Man kann da hinten schon eben den Baustromkasten erahnen. Beim letzten Mal kam ja hier eben aus dem Boden heraus eben das Kabel, das Anschlusskabel. Das ist eben hier der Strom. Man kann hier sehen, unter diesem Schrumpfschlauch befindet sich eben ein Verbindungselement. Ich war jetzt beim Anschluss selbst nicht dabei. Das scheint mir so eine Lüsterklemme in groß zu sein, in etwa, so dass das Kabel eben entsprechend verlängert worden ist und jetzt bis zum Baustromkasten vorgeht. Und den schauen wir uns jetzt einmal voll im Detail an. So, hier jetzt also der Baustromkasten aus der Nähe. Und was eben unbedingt zu so einem Baustromkasten dazugehört, ist neben natürlich der Zuleitung, die dann halt zum entsprechenden Übergabepunkt führt, auch dieser Erdungsspieß. Also der ist in etwa 1,5 Meter lang und wurde hier jetzt wirklich brachial in den Boden gerammt und hat halt eben mit diesem Schutzleiter die Aufgabe, im Fall von irgendwelchen Fehlströmen oder sowas oder Leitungsschäden, den Strom, die Spannung abzuführen in den Boden. Und das ist eben essentiell, damit das Ganze halbwegs vertretbar bleibt von der Gefahr her. Ansonsten, der Schrank selber ist jetzt erstmal nicht abgesperrt. Das heißt, hier könnte jetzt gerade aktuell jeder seinen Strom mitnehmen, sein Auto aufladen und so weiter. Scheint jetzt hier niemand für notwendig erachtet zu haben, von den Stadtwerken bzw. vom Elektriker das abzusperren. Ich habe da jetzt keine großen Bauchschmerzen, aber langfristig sollte man darüber nachdenken. Der Schrank selbst ist eben niegelnagelneu. Man sieht auch, der hat noch keine einzige Schramme und dafür, dass es eben auf Baustellen normalerweise ein bisschen brachialer zugeht, ist das Ding eben total kratzfrei aktuell noch. Auch das Prüfprotokoll ist noch total leer. Also man muss hier monatlich ein Prüfprotokoll erstellen lassen. Also der Elektriker muss hier kurz vorbeischauen, das Ding durchmessen, um eben zu prüfen, ob das noch ordnungsgemäß funktioniert, ob das Potenzial hier mit der noch stimmt, mit dem Schutzleiter eben, der hier abgeführt wird, mit dem Erdungsspieß. Und ansonsten ist das hier halt ein Stromzähler. Man kann auch den Zählerstand hier eben erahnen, sowie ein paar Sicherungsautomaten und eben die Steckdosen, an denen man dann zum einen natürlich hier ganz klassisch über einen Schuko-Stecker Strom entnehmen kann und dann eben auch entsprechend größere Stecker, irgendwelche Kraftsteckdosen, um eben auch größere Gerätschaften zu bedienen, wie einen Kran und so weiter und so fort. Ansonsten ist hier nicht viel mehr dazu zu sagen. Und wir können jetzt stromtechnisch, maschinentechnisch hier loslegen. Eine weitere Aufgabe, die ich mir für heute vorgenommen habe, ist das Aufstellen eines Baustellenbanners. Und zwar nehme ich über voltes.de an einem sogenannten Bauherrenprogramm teil und habe hierfür eben ein entsprechendes Werbebanner zugesendet bekommen, das ich jetzt hier hinter der Baugrube anbringen werde, sodass man eben diesen Lieferanten voltes.de bewirbt. Das mache ich aber auch sehr gerne. Das ist echt, der hat eine klasse Auswahl in Bezug auf elektronische und elektrische Komponenten, die man eben für einen Hausbau, beziehungsweise insbesondere auch in Bezug auf Smart Home und KNX-Technik benötigt. Und insofern ist das eben eine Win-Win-Situation, da ich dann über einen entsprechenden Cashback auch wieder einige Prozente zurückerhalten werde, beziehungsweise gutgeschrieben bekomme für weitere Bestellungen. Eine Bedingung dafür ist eben dieses Aufstellen dieses Banners. Das werde ich jetzt tun und auch das werde ich kurz noch dokumentieren bzw. dann aufzeigen. Bis gleich. So, das Banner ist jetzt hier aufgestellt. Hierfür habe ich eben so PVC-Plastikrohre in den Boden gerammt und das Banner mit Kabelbindern daran befestigt. Kann man hier in etwa erahnen. Also das ist jetzt hier so eine Quick-and-Dirty-Lösung gewesen, um eben jetzt hier mal überhaupt irgendetwas anzubringen. Man kann aber schon erahnen, das hängt ein bisschen durch.
Ich habe leider unterschätzt, wie viel dieses Banner wiegt, beziehungsweise wie sehr diese PVC-Plastikrohre dann eben doch nachgeben. Insofern bin ich selbst auch nicht hundertprozentig glücklich aktuell damit noch. Ich werde in den nächsten Tagen hier noch eine andere Lösung finden. Aber für jetzt und für heute ist das eben alles, was ich machen kann. Ich habe jetzt leider keine weiteren Materialien dabei. Aber ich glaube, man kann dennoch ganz gut erkennen, um was es hier geht, um wen es hier geht. Und insofern erstmal Mission accomplished für heute. Von der anderen Seite aus betrachtet sieht das eben so aus. Und je weiter man weggeht, umso weniger fällt das auf, wie sehr das Ding durchhängt. Aber von hier aus kann man das dann, glaube ich, doch schon ganz gut erahnen. Mal sehen, wie sehr das dem Wind sich widersetzen kann. Ja, das war wahrscheinlich dann doch nicht die beste und stabilste Lösung.